Herzlich willkommen zu UKD Gesundheit. Mit der Profarm-Risk-Sprechstunde bietet die Klinik für Urologie hier an der Uniklinik in Düsseldorf eine Sprechstunde für Männer mit familiärem Risiko für Prostatakrebs an. Warum gibt es dieses Angebot und wer kann es nutzen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier im Gespräch mit Frau Dr. Jale Lakes. Sie ist Oberärztin in der Klinik für Urologie. Und Professor Dr. Peter Albers, Direktor der Klinik für Urologie. Ja, Frau Dr. Lakes, Herr Professor Albers, herzlich willkommen erstmal bei uns hier im Studio. Warum wir hier sitzen, die Klinik für Urologie am UKD bietet eine Sprechstunde für Männer mit familiärem Risiko für Prostatakrebs an. Seit wann gibt es diese Sprechstunde und warum wurde sie überhaupt eingerichtet, Professor Albers? Wir haben die Sprechstunde jetzt seit etwa anderthalb Jahren eingerichtet und Hintergrund war die immer zunehmende Prävalenz, sagen wir, also die Häufigkeit von Männern, die in der Familie Angehörige haben, die von Prostatakrebs betroffen sind. Für die Frauen gibt es ja eine solche Risikosprechstunde schon seit über 15 Jahren und für Männer gab es bisher überhaupt kein Angebot. Aber der Prostatakrebs ist ähnlich wie der Krebs bei Frauen, dem Brustkrebs, dass man tatsächlich ein hohes Vererbungsmuster findet, wenn man nur genau genug fragt und genau genug untersucht. Und viele wissen das einfach nicht, aber Angehörige mit Prostatakrebs in der Familie steigern das Risiko häufig um das Doppelte, an Prostatakrebs erkranken zu können. Und ein früh erkannter Krebs ist natürlich wesentlich besser heilbar. Und bisher gab es ein solches Angebot einfach nicht. Der zweite Punkt ist, wir haben uns mit diesem Projekt bei der Deutschen Krebshilfe beworben. Da gab es eine Ausschreibung für eine Graduiertenschule für Prävention. Das ist eine bundesweite Ausschreibung gewesen. Es gab 11 Projekte am Ende, die gefördert wurden. Und unser Projekt gehört auch dazu. Das heißt, man muss es schon auch im Rahmen der Gesamtentwicklung der Präventionsförderung der Deutschen Krebshilfe, aber auch der nationalen Dekade gegen Krebs sehen. Das ist die Graduiertenschule, an der wir teilnehmen, wird vom Deutschen Krebsforschungszentrum geleitet. Und insofern ist das sowohl wissenschaftlich als auch für die Versorgungsstruktur schon so ein bisschen eingebettet. Aber wir in Düsseldorf sind tatsächlich die Ersten, die eine solche Sprechstunde ins Leben gerufen haben. Also Pionierarbeit kann man ja sagen. Woran liegt das, dass es bis jetzt noch nicht so ein Angebot gab? Ich glaube einfach, dass die Evidenz dafür fehlte. Also bei Prostatakrebs hat man einfach nicht diese großen Untersuchungen gehabt, die jetzt erst in den letzten Jahren publiziert wurden, in den letzten 10 Jahren, wo man gesehen hat, nachdem man die gleichen Methoden, die beim Brustkrebs oder beim Darmkrebs entwickelt wurden, also genetische Untersuchungen auch bei der Prostata angewendet hat, da hat man dann tatsächlich eine wirklich zunehmende Datenlage gehabt, die zeigt, dass familiär Betroffene tatsächlich ein deutlich höheres Risiko haben, Prostatakrebs zu entwickeln. Üblicherweise hat jeder Mann ein etwa 10-prozentiges Risiko, das ist ja schon nicht gering. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Aber das steigert sich bei einzelnen Genmutationen bis auf 100%. Und mit Familienangehörigen, die früh erkrankt sind, hat man schon 50% höheres Risiko Lifetime. Also jeder Zweite bekommt dann Prostatakrebs, wenn ein Erkrankter in der Familie ist, der mit jungen Jahren diagnostiziert wurde. Und das ist so deutlich vor 10, 15 Jahren noch nicht klar gewesen. Und da hat sich die Datenlage einfach tatsächlich geändert. Also demnach macht es Sinn, sich da auch frühzeitig Beratung zu holen. Frau Dr. Lakes, für wen ist die Sprechstunde denn genau gedacht? Also was für Kriterien müssen Männer erfüllen, damit sie zu Ihnen kommen können? Also insgesamt laden wir Männer ein, die ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs haben. Das können einmal sein, dass sie eine hohe familiäre Belastung haben. Heißt, da sind erstgradig oder auch zweitgradig Verwandte, die an Prostatakrebs erkrankt sind, auch im jungen Alter vor allem. Gesunde Männer meine ich damit. Dann gibt es eine Gruppe auch gesunde Männer, die aber bereits eine Mutation bekannt haben. Eine Mutation, also eine Genveränderung haben, die oft festgestellt wurde, dass andere Krebserkrankungen in der Familie vorhanden sind.
Und diese Männer schweben so ein bisschen in der Gegend, weil sie nicht wissen, was mache ich denn jetzt mit dieser Genveränderung, die auch für Prostatakrebs, das Risiko für Prostatakrebs erhöht. Und eine normale Vorsorge ist für diese Männer dann zu wenig. Und das können unter anderem sein die Brustkrebsgene. Das weiß man oft nicht, dass die Männer, die diese Brustkrebsgene haben, nicht nur für Brustkrebs erhöhtes Risiko haben, sondern auch für Prostatakrebs. Oder Gene, die zum Beispiel für das Lynch-Syndrom, das vor allem für Darmkrebs das Risiko erhöht, aber halt auch für Prostatakrebs erhöht. Die dritte Gruppe, die wir einladen, sind Männer, die bereits an Prostatakrebs erkrankt sind, aber auch eine familiäre Belastung haben, wo der Vater oder der Bruder auch erkrankt sind. Und die Interesse wegen ihrer eigenen Krebserkrankung daran haben, aber auch für die Familienmitglieder. Heißt Söhne, für die das dann auch relevant ist, woran es liegt, dass man so ein erhöhtes Risiko hat. Mhm. Profam-Risk-Sprechstunde heißt das. Wir haben schon gesagt, das war bislang ein fehlendes Beratungsangebot. Auf der anderen Seite ist diese Sprechstunde auch in eine Studie eingebettet. Also es gibt eine wissenschaftliche Begleitung. Bleiben wir noch mal bei der Beratung. In welcher Form können denn Männer, die ein familiäres Prostatakrebsrisiko in sich tragen, profitieren? Also warum macht das Sinn, bei Ihnen in die Sprechstunde zu kommen? Wie wir gerade schon sagten, eine familiäre Belastung, aber auch dieses genetisches Risiko, das erhöht einfach das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Und diese Männer erkranken früher und auch an aggressiverem Prostatakrebs. Und daher brauchen die eine andere Vorsorge als die Normalbevölkerung. Die besteht ja heutzutage aus PSA-Wert, Tastuntersuchung. Und diesen Männern bieten wir eine für ihr Risiko adaptierte Vorsorge an, nachdem wir das Risiko evaluiert haben. Heißt, wir haben eine klassische klinische Untersuchung gemacht, eine klassische urologische Untersuchung mit PSA-Wert. Sie halten eine genetische Beratung und eine genetische Testung auf Gene, die das Risiko für Prostatakrebs erhöhen und auch ein multiparametrisches MRT der Prostata, unabhängig von ihrem PSA-Wert. Und anhand bildgebender Sachen, der genetischen Analyse und auch der klassischen urologischen Untersuchung können wir bei denen sagen, wie hoch ist ihr Risiko und was können wir ihnen anbieten für die Zukunft, wie soll ihre Vorsorge aussehen? Heißt, wie oft brauche ich einen PSA-Wert, wie häufig muss ich vielleicht ein MRT wiederholen, um dann, wenn diese Männer an Krebs erkranken, das frühzeitig zu erkennen und ihnen dann auch eine Therapie anzubieten, die für ihr Risiko angepasst ist, an ihr Risiko angepasst ist. Also letztlich folgt daraus im Zweifel eine engere Kontrolle für diejenigen, die dann eben in dieses Risikoprofil haben. Ja. Jetzt wird diese Sprechstunde ja nicht allein von der Klinik für Urologie geschultert. Da sind ja ganz viele Partner beteiligt. Wer ist da mit im Boot bei Ihnen? Das ist neben der Urologie vor allem die Humangenetik. Zum einen, weil sie ja die genetischen Beratungen und Analysen macht, aber auch, weil wir von denen die Patienten gesendet bekommen, die vielleicht schon eine Mutation bekannt haben über eine andere Erkrankung. Die Klinik für Radiologie, die bei uns die MRTs macht und analysiert, weil es ja auch ein sehr spezielles Kollektiv ist, die wir da haben. Junge Männer mit einem erhöhten Risiko. Und unsere Psychoonkologen, die beraten die Männer und analysieren die Ängste oder das psychische, die psychische Belastung, die diese Männer durch das erhöhte Risiko haben. Professor Albers, Sie betreuen, behandeln ja schon seit Jahren, Jahrzehnten Männer mit Prostatakrebs. Wie groß ist die Belastung bei den Betroffenen? Also es sind Krebserkrankungen, natürlich kann man viel über Vorsorge abbilden, aber nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich die Diagnose schon mit Ängsten verbunden, mit großen Belastungen, auch abseits der eigentlichen Erkrankung. Also die Ängste derer, die in der Familie betroffen sind, glaube ich, bisher noch gar nicht so bekannt, weil einfach diese Tatsache, dass Prostatakrebs vererbt werden kann, ist jetzt, glaube ich, in der normalen Bevölkerung nicht so präsent. Am schlimmsten betroffen sind eigentlich die Männer, die gesund sind und deren Schwester im Rahmen der Abklärung von Brustkrebs in einer Risikosprechstunde auch gengetestet werden. Da wird die ganze Familie getestet. Und dann findet man eben auch bei dem Mann dann das Brustkrebsgen. Ein spezielles davon löst aber auch Prostatakrebs aus. Und diese Männer, die jetzt quasi nur eine festgestellte Genmutation haben, ansonsten völlig gesund sind, die haben das höchste
Angstlevel sozusagen. Und das ist für mich sehr erstaunlich, was wir da jetzt schon erreichen. Weil wir sehen ja dann im weiteren Verlauf der Befundbesprechung, und mit jeder Befundbesprechung wird diese Angst weniger. Das wird quantifiziert, also die Psychoonkologen messen das auch. Aber das braucht man gar nicht groß messen aus meiner Sicht heraus. Man sieht das, wenn die nach 2, 3 Besuchen bei uns dann die Befunde mitgeteilt bekommen und das durchlaufen haben. Und man findet nichts sozusagen, was jetzt außer der Genmutation ein Risiko darstellen würde, gehen die Männer komplett beruhigt aus der Sprechstunde heraus. Und das ist ehrlicherweise im Moment das, was mich am meisten auch freut. Das Angebot wird extrem gerne angenommen. Es ist sehr positiv für alle beteiligten Disziplinen, weil wir bekommen viel mehr Informationen. Wir sammeln eine große Datenbank, eine Bilddatenbank. Wir können wahrscheinlich in Zukunft uns auch mit anderen Ländern verlinken. In Amerika gibt es solche Projekte zum Beispiel schon internetbasiert. Aber in Deutschland haben wir sowas bisher noch nicht gehabt. Und wenn allein der Effekt ist, dass man durch eine Aneinanderreihung ansonsten unauffällige Befunde einen Mann mit einer Genmutation beruhigen kann, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Weil was passiert sonst? Er läuft von einer Untersuchung zur anderen, lässt sich jedes Jahr irgendwo ein MRT machen oder bezahlt etwas dafür und versucht einfach herauszufinden, wann bekomme ich jetzt meine erste Krebserkrankung, weil das Risiko ist wirklich hoch. Und wenn wir ihm das alles abnehmen, und zwar sehr strukturiert abnehmen, und dann auch sagen, ja, Sie gehören jetzt nach allem, was wir wissen, eine Niedrigrisikogruppe und brauchen jetzt nicht jedes Jahr kommen. Es reicht jetzt, wenn Sie in 5 Jahren wiederkommen. Das sind so Dinge, die wir jetzt explorieren. Also was ist die vernünftigste Beratung? Und wir haben da 3 Risikoprofile, die Frau Larkes auch erarbeitet hat, wo wir halt uns überlegt haben, die meisten, die jetzt normale Befunde haben, müssen wirklich nicht jedes Jahr kommen. Und dann gibt es andere, die müssen sofort eine Gewebeprobe der Prostata bekommen. Und wir haben jetzt auch Tumorpatienten gefunden, die sonst nicht entdeckt worden wären. Also das Spektrum ist sehr groß zwischen denen, die gar nichts haben und die wir beruhigen können, und denen, die froh sind, weil sie früh genug erkannt wurden. Aber die Botschaft ist, dass jeder, der zu Ihnen in die Sprechstunde kommt, am Ende mit einem individuellen Fahrplan wieder rausgeht und weiß, woran er ist letztlich. Genau. Ja. Das ist noch nicht richtig in Stein gemeißelt, weil wir selbst nicht wissen, wie oft man kontrollieren muss. Die MRT-Bildgebung in jungen Jahren zum Beispiel ist auch gar nicht so einfach. Das muss auch an speziellen Zentren stattfinden. Wir haben ja gerade in Düsseldorf sehr viel Erfahrung mit der Entwicklung auch des MRTs der Prostata. Sind wir sehr froh, dass die radiologischen Kollegen auch sehr, sehr hohe Expertise haben, eigentlich bundesweit auch bekannt dafür sind. Also insofern haben wir auch mit der Humangenetik, die seltene Syndrome behandeln und letztlich dann ja auch zum Beispiel den Gastroenterologen, die dann, wenn wir ein Gen finden, was nicht nur Prostata, sondern auch Darmkrebs auslöst, sofort bei Fuß stehen, ist ein solches Setting, wo man mehrere Disziplinen an einem Ort hat, halt für diese gesunden Menschen sehr, sehr bequem. Weil sonst werden sie von A nach B geschickt, haben zum Teil 4, 5 Krankenhäuser, die sie besuchen müssen, bis alles beisammen ist. Und das ist so ein bisschen auch die Zukunftsidee, die wir haben, dass wir an Zentren herantreten, die eh schon diese multidisziplinäre Versorgung anbieten. Also für den Fall, dass man dann mehr Diagnostik braucht, hat man alles quasi an einem Ort. Sie haben die Psychoonkologie gerade angesprochen. Das ist ja auch ein Schwerpunkt in der wissenschaftlichen Begleitung, Frau Dr. Larkes. Was wird denn da genau untersucht in Sachen Forschung jetzt, was diese Sprechstunde angeht? Also da wird untersucht, wie ist das Angstlevel vor so einer Beratung? Also es wird an unterschiedlichen Zeitpunkten geschaut, wie ist die prostataspezifische Angst bei diesen Patienten und wie entwickelt die sich über die Zeit? Und wie entwickelt die sich, wenn einmal die ganzen Befunde da sind, man mit dem Patienten das Gespräch geführt hat, so und so ist ihr Risiko und so ist der Fahrplan weiter, ja? Und wie sich das auch im Gegensatz zu einer Normalbevölkerung, die jetzt nicht so ein erhöhtes Risiko hat, unterscheidet. Ihr Anspruch ist ja wahrscheinlich auch mit Angebot dieser Sprechstunde, dass sich das Angebot insgesamt verbessert für entsprechende Risikopatienten. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall, denn ich habe vor allem das Gefühl, dass die Patienten alleine dadurch, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass sie eine Anlaufstelle haben, schon deutlich beruhigter sind. Und schön wäre das natürlich, wenn es an unterschiedlichen Standorten auch gibt, um Wege zu verkürzen und die Hemmung herabzusetzen, sich überhaupt bei sowas vorzustellen. Ist denn absehbar, dass es andere Zentren geben wird, Professor Albers, die auch eine ähnliche Sprechstunde anbieten, oder sind wir momentan allein auf weiter Flur? Also im Moment sind wir noch allein auf weiter Flur.
Aber wir haben natürlich schon von ganz Beginn an die Überlegung gehabt, dass es jetzt ja nichts ist, was nur Düsseldorf anbieten kann. Man braucht einen wirklich ausgewiesenen Humangenetiker, man braucht einen sehr, sehr guten Radiologen und man braucht eben die urologische Expertise. Die Psychoonkologie spielt, glaube ich, im langfristigen Verlauf nur dann eine Rolle, wenn Ängste so dramatisch sind, dass sie behandlungsbedürftig werden. Ich glaube, das Forschungsprojekt wird natürlich sehen, wo wir da landen. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir immer einen Psychoonkologen auch als sozusagen Prerequisite für so eine Sprechstunde benötigen. Aber die drei Disziplinen, die ich genannt habe, sind eben an allen Spitzenzentren der Onkologie in Deutschland vorhanden. Es gibt 14 solcher ausgewiesenen Krebszentren, die von der Krebshilfe ja auch gefördert werden. Und natürlich auch an anderen großen Häusern. Und das ist so ein bisschen auch unser Ziel. Und da haben wir auch Förderung eingeworben, bereits jetzt, um in Bälde, wir denken so an 6 bis 8 neue Standorte in Deutschland aufzubauen, die diese Voraussetzungen bieten. Und da werden wir uns natürlich an diese, ja, im Prinzip deutschlandweit jetzt strukturierte Krebsversorgung auch anhängen. Das heißt, präferenziell werden erstmal die Krebszentren angesprochen, denn alles, was wir da tun und vor allem, wenn wir mehr tun müssen, bedeutet ja auch eine gewisse Qualität, die vorgehalten werden muss. Und die Strukturen sind sowieso da. Man muss jetzt sozusagen nur die Menschen zusammenbringen, um diese Sprechstunde zu kreieren. Das ist dann in gewisser Weise personalintensiv, aber alle anderen Methoden sind ja vor Ort. Und was mich besonders freut, ist, dass auch die Krankenkassen nach dem guten Beispiel der Brustkrebsrisikosprechstunden ein offenes Ohr für eine solche Sprechstunde haben. Und wir haben schon mit den Krankenkassen gesprochen, dass wenn wir ein paar mehr Daten haben, wen wir genau untersuchen, wer genau die Zielgruppe ist, dass wir tatsächlich diese ja eigentlich auch recht teuren Genuntersuchungen dann vielleicht langfristig auch über die Krankenkasse bezahlt bekommen. Das ist im Moment in unserem Projekt interessanterweise der Fall. Das ist nicht an allen Orten der Fall. Also hier müssen Patienten jetzt gar nichts bezahlen, solange sie gesetzlich versichert sind. Auch die Privatkassen erstatten das zu fast 100%. Aber da ist der Weg ein bisschen komplizierter mit Kostenübernahme. Aber daran sieht man auch, dass die Krankenkassen schon daran interessiert sind, solche Krebssyndrome, diese seltenen Erkrankungen möglichst früh zu entdecken. Denn wenn man das nicht tut, laufen ja viel mehr Kosten später auf, die die Therapie dann auslöst. Und das sehen wir jetzt schon, da gibt es auch einzelne Publikationen schon zur Cost-Effectiveness von solchen Sprechstunden. Also wenn man früh beginnt, eine wirkliche Früherkennung macht, also eigentliche Vorsorge ist es ja nicht, wir können die Krebserkrankung ja nicht verhindern, aber wir können sie früh erkennen und dann eben auch speziell behandeln und damit auch Kosten sparen. Und das ist, glaube ich, ein Argument, was auch zumindest erwähnt werden muss. Also das ist alles sehr nett und schön, aber wenn die Patienten nicht kommen, weil sie sich das nicht leisten können, dann wäre das Ziel auch nicht erreichbar. Insofern sind wir im Moment sehr froh für die Unterstützung auch der Krankenkassen, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Und wir geben uns einfach Mühe, das qualitativ so hochwertig auch auf Deutschland auszubreiten, dass vielleicht langfristig auch so eine Finanzierung möglich ist, wie bei den Frauen, wo das ja auch schon gelungen ist. Aber ich höre raus, Sie leisten da auf ganz vielen Feldern konzeptionell Vorarbeit dann für die nachfolgenden Zentren, die es dann gegebenenfalls geben wird. Ja, man könnte fast sagen, wir haben so eine gewisse Mission, denn wir erkennen ja in unserem Gesundheitswesen, dass Erkrankungen sehr häufig sofort aktiv therapiert werden, weil es einfach dafür Geld gibt und für die Beratung, das, was wir jetzt machen und das konservative Management wird ja in deutschen Gesundheitswesen kaum Geld ausgegeben. Also Ärzte werden dafür bezahlt, dass sie etwas tun, aber nicht dafür, dass sie reden oder beraten. Und das ist gerade beim Prostatakrebs so wichtig, weil unterm Strich braucht quasi nur jeder zweite Mensch, Mann mit Prostatakrebs eine aktive Behandlung. Die anderen können in solchen Strukturen verfolgt und beobachtet werden. Und das trifft eben für die Männer mit familiärer, besonders genetischer Belastung nicht unbedingt zu. Die haben, Frau Lake sagt es ja eingangs schon, die haben tendenziell die aggressiveren Tumoren. Das darf man auch nicht ganz wegdiskutieren. Und da sind wir froh, wenn wir sie früh erkennen. Und viele von denen werden behandelt werden müssen. Aber wenn man sie gar nicht erreicht und sie gar nicht kommen und erst dann kommen, wenn sie mit 40 oder 50, wir haben ja traurige Beispiele von ganz jungen Patienten mit Prostatakrebs, diese Familienbrüder Roth, die Handballspieler zum Beispiel, die beide erkrankt sind im Alter von Mitte 40. Das ist eine ganz klassische Manifestation dieser Erkrankung. Die sind Gott sei Dank jetzt geheilt worden, aber das ist nicht immer so. Und von daher glaube ich, dass diese
das genaue Schauen auf das Risiko, das ist ja für viele andere Krebserkrankungen auch inzwischen eine Art der Präzisionsmedizin, heißt eben, dass der eine mehr, der andere weniger Behandlung braucht. Und da, glaube ich, ist diese Sprechstunde schon vorbildhaft. Das klang jetzt schon durch, dass Sie da auch letztlich viele positive Erfahrungen machen, was die Patienten angeht, dass sie sehr dankbar sind und auch beruhigt, wenn die bei Ihnen rausgehen. Wie ist so Ihr Eindruck, Frau Dr. Lakes, wo Sie die Sprechstunde auch verantwortlich betreuen, wenn Sie mit den Männern in Kontakt sind, die betroffen sind, die das Risikoprofil in sich tragen? Sie haben jetzt anderthalb Jahre hinter sich. Was denken Sie, wie positiv wirkt sich das aus? Ich glaube, sehr positiv. Zum einen, dass sie bei uns diese Anlaufstelle haben und wissen, so und so geht jetzt meine Vorsorge voran. Dass sie wissen, da ist auch irgendwie Expertise da, die viele Männer haben, die sie betreuen. Und die Männer geben auch so die Resonanz, dass sie froh sind, dass sie da eine Anlaufstelle haben. Und bisher ist es auch sehr gut angelaufen und die Männer kommen sowohl von über unsere Gynäkologie, die ja diese Männer teilweise über Verwandte entdeckt haben oder über unsere Humangenetik. Und die Männer nehmen das dankend an, dass es da jetzt diese Sprechstunde gibt. Ja. Kommen wir zur entscheidenden Frage, wie kann man sie denn erreichen? Ja, also am besten ist immer über E-Mail. Da kriegt man am besten Rückmeldung. Das ist profamrisk@med.uni-düsseldorf.de. Und da kann man einfach nach einem Termin fragen. Das läuft normal über eine Überweisung von einem niedergelassenen Hausarzt oder Urologen. Und wir machen einmal in der Woche diese Sprechstunde, können sie aber auch ausweiten. Und dann an dem Tag hat man sowohl Termin dann bei uns als auch bei den Humangenetikern, sodass man die Anzahl derer, wie oft man in unsere Klinik kommen muss, auch reduziert. Ja. Wunderbar. Frau Dr. Lakes, Herr Professor Albers, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.